Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jens Riewer. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die mutmaßliche Tötung einer weiteren britischen Geisel durch die Terrormiliz Islamischer Staat hat weltweit Entsetzen ausgelöst. Großbritanniens Premierminister Cameron kündigte an, alles zu tun, um die Täter zur Rechenschaft zu ziehen. Ähnlich äußerten sich US-Präsident Obama und die EU-Außenbeauftragte. Gestern war im Internet ein Video aufgetaucht, das die Enthauptung des 47-jährigen Briten Alan Henning zeigen soll. Alan Henning im Dezember letzten Jahres, voller Optimismus vor seiner Reise nach Syrien. Sein Ziel, gemeinsam mit anderen britischen Muslimen den zivilen Opfern zu helfen. Nur 30 Minuten nachdem sie von der Türkei aus die Grenze überschritten hatten, wurde die Gruppe von Mitgliedern des IS überfallen. Maskierte Männer stürmten unser Lager und dann nahmen sie uns alle fest. Die muslimischen Helfer wurden freigelassen, Alan Henning aber blieb in Gefangenschaft und wurde dem veröffentlichten Video zufolge gestern enthauptet. In seiner Heimatstadt Eccles, wo er als Taxifahrer arbeitete, Trauer und Entsetzen. Auch und besonders bei der muslimischen Gemeinde, die Henning als Held bezeichnete. Dieser Mord war ein krimineller Akt haarsträubender Gewalt. Von einer Gruppe, die nichts mit dem Islam zu tun hat, sondern eine Beleidigung des islamischen Glaubens ist. Entsetzen über die damit zweite getötete britische Geisel, auch in der Downing Street. Als Staat müssen wir und unsere Verbündeten jetzt alle verfügbaren Mittel einsetzen, um den IS in der Region und hier im Land zu besiegen. Am Ende des Videos wird erklärt, dieser ehemalige US-Soldat Peter Cusick werde das nächste Opfer des IS sein. Man werde die Täter jagen, bekräftigte Cameron heute erneut. Erklärungen, die zunehmend hilflos wirken. Denn ohne Bodentruppen wird man diese brutalen Morde wohl kaum abstellen können. Bodentruppen aber schließt Cameron weiter aus. Dennoch, mit dem Schock über das Schicksal dieser zweiten britischen Geisel wächst die Bereitschaft der bislang zögerlichen Briten, sich jetzt in der Region doch stärker militärisch zu engagieren. Im Norden Syriens wird weiter um die Stadt Kobani gekämpft. Einheiten der Terrormiliz Islamischer Staat hätten heute vor allem den Westen und Südwesten der Grenzstadt angegriffen, teilte die Regionalregierung mit. In der Nacht hatten die USA und ihre arabischen Verbündeten erneut Stellungen der IS-Miliz nahe Kobani bombardiert. Dabei sollen mehrere Islamisten getötet und Waffen zerstört worden sein. Blick aus der Türkei in den Krieg. Terrormilizen des Islamischen Staats. Seit zwei Wochen belagern sie nun die nordsyrisch-kurdische Stadt Kobani. Kurdische Verbände versuchen seither, die besser ausgerüsteten und zahlenmäßig überlegenen Angreifer abzuwehren. 20 Granaten sind heute in der Stadt eingeschlagen. In der vergangenen Nacht soll es 3 Angriffswellen des IS gegeben haben. Erstmals nennenswerte Entlastung für die kurdischen Verteidiger sollen vergangene Nacht Luftangriffe der USA und ihrer arabischen Verbündeten auf den Belagerungsring rund um Kobani gebracht haben. 5 Dschihadisten seien gefallen, so die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte. Unterdessen versuchten auch heute wieder türkische Sicherheitskräfte mit Tränengas, Kurden an Grenzübertritten von und nach Kobani zu hindern und Demonstrationen zu unterbinden, die die Rolle der türkischen Regierung im Kampf gegen den IS kritisieren. Vorwürfe, gegen die sich heute auch Präsident Erdogan erneut wehrte. Auch als ich noch Ministerpräsident gewesen bin, hat die Türkei keiner Terrororganisation, auch nicht dem IS, geholfen. Niemand kann so etwas beweisen. An die Adresse von IS drohte Erdogan. Rund 30 Kilometer südlich von Kobani, im Landesinneren von Syrien, liegt eine türkische Exklave, das Mausoleum des Großvaters des ersten osmanischen Sultans. Dort sind rund 40 türkische Soldaten stationiert. Sollten diese vom IS angegriffen werden, würde die Türkei umgehend militärisch eingreifen. Mehr zur Entwicklung in Kobani sowie Hintergrundinformationen über die Terrormiliz Islamischer Staat finden Sie auf tagesschau.de.
Der syrische Präsident Assad hat sich erstmals seit Monaten wieder in der Öffentlichkeit gezeigt. In Damaskus feiert er in einer Moschee den Beginn des muslimischen Opferfestes, wie Millionen andere Muslime weltweit. Am höchsten Feiertag im Islam gedenken Gläubige des Propheten Abraham. Traditionell wird zur Feier ein Tier geschlachtet. Das Opferfest ist auch Teil des Hadsch, der Wallfahrt nach Mekka. Das Bundesverteidigungsministerium prüft, ob Überwachungsdrohnen der Bundeswehr im Osten der Ukraine eingesetzt werden sollen. Dort könnten sie die OSZE-Beobachter unterstützen, die die Einhaltung des Waffenstillstands zwischen den prorussischen Separatisten und der ukrainischen Armee kontrollieren. Die Pläne stoßen allerdings auf Vorbehalte, nicht nur bei der Opposition, sondern auch in der SPD. Die Kaserne im niedersächsischen Seedorf. Hier bereiten sich Fallschirmjäger der Bundeswehr auf einen Einsatz in der Ostukraine vor. Mit solchen unbewaffneten Luna-Drohnen sollen sie im Rahmen einer OSZE-Mission den Waffenstillstand überwachen. Kanzlerin Merkel und Frankreichs Präsident Hollande hatten die Mission vereinbart. Entschieden ist über Art und Zeitpunkt des Einsatzes aber noch nicht. Im Bundestag gibt es erhebliche Bedenken. Wenn die Meldungen zutreffend sind, dass 50 bewaffnete Fallschirmjäger dorthin entsandt werden sollten, dann ist das eine Sache, die politisch definitiv diskutiert werden muss. Vor allem, weil mir nicht klar ist, welches Ziel damit politisch verfolgt werden soll. Eskalation oder Deeskalation? Es ist überhaupt noch nicht geklärt, ob es überhaupt zu einer Mission in der Ukraine kommen wird. Die OSZE hatte noch nie eine Mission mit Waffen geführt. Und ich kann mir auch kaum vorstellen, dass das so einfach sein wird. Zumal ja Russland auch dazugehört und eingebunden sein muss. Denn allen ist klar, der Einsatzort an der Frontlinie zwischen Regierungstruppen und Separatisten ist gefährlich. Täglich gibt es noch Kämpfe. Deutschland, so kritisiert die Linkspartei, war bislang im Ukraine-Konflikt alles andere als neutral und eigne sich kaum als Vermittler. Außerdem: Wir waren schon mal in der Ukraine mit Soldaten. Also aus historischen Gründen verbietet es sich, dass wir dort wieder hingehen. Denn es kann ja immer passieren, dass in Notwehr geschossen werden muss. Und Sie können sich vorstellen, was dann in den Zeitungen steht. Die Verteidigungsministerin ist vorgeprescht. Soldaten und Material stehen für den Ukraine-Einsatz bereit. Doch im Bundestag muss von der Leyen noch einiges an Überzeugungsarbeit leisten, auch in der eigenen Fraktion. Denn die Abgeordneten stehen weiteren Auslandseinsätzen skeptisch gegenüber. Nicht zuletzt wegen der zahlreichen Berichte über Pannen bei der Bundeswehr. Ein Gutachten für das Verteidigungsministerium listet massive Probleme bei neuen Rüstungsprojekten der Bundeswehr auf. Dazu zählt das Transportflugzeug A400M. Nach Informationen der Süddeutschen Zeitung kritisiert die Studie Versäumnisse im Beschaffungswesen. Dort gäbe es zu wenig qualifiziertes Personal und in den Verträgen mit der Industrie seien die Gewährleistungsansprüche nicht präzise formuliert. Ministerin von der Leyen hatte das Gutachten vor einem halben Jahr in Auftrag gegeben. Vorgelegt werden soll es am Montag. Das Transportflugzeug A400M soll seit 3 Jahren für die Bundeswehr fliegen, tut es aber nicht. Auch der neue Auslieferungstermin November 2014 kann nicht gehalten werden. Trotzdem gibt es für den Hersteller Airbus keine Vertragsstrafen. Nur ein Beispiel aus dem Bericht über die Rüstungsprojekte der Bundeswehr. Insgesamt werden 140 Probleme aufgelistet. Die Parteifreunde der Verteidigungsministerin reagieren vorsichtig. Jetzt geht es darum, dieses klar auf den Tisch zu legen, ein klares Lagebild zu bekommen, den Ist-Zustand zu bekommen, die richtigen Entscheidungen dann zu treffen, damit dieses dann aufgearbeitet werden kann. Beim Kampfhubschrauber Tiger ist der Stand der Technik überholt. Wen wundert's, immerhin begann man das Projekt 1984. Beim Schützenpanzer Puma explodieren die Kosten für das zugehörige Raketensystem um 50%. Ursachen für derartige Probleme sehen die Prüfer in mangelnder Qualifikation des Personals der Bundeswehr und Verträgen ohne ausreichende Haftung für die Rüstungsindustrie. Hier verlangt die Linke sofort Abhilfe. Meine Frage ist: Ist das Verteidigungsministerium und ist auch Frau von der Leyen bereit, der Rüstungsindustrie die Stirn zu bieten und da tatsächlich auch die Interessen des Steuerzahlers mit einzubringen? Die Grünen wollen als Konsequenz aus dem Bericht noch einmal klären, welche Rüstungsprojekte überhaupt notwendig sind. Was sind die zukünftigen Aufgaben für die Streitkräfte und auf welche Fähigkeit muss man dann verzichten und welche muss man dann auch ausbauen? Die Verteidigungsministerin will sich erst morgen in der ARD-Sendung Bericht aus Berlin zu den Ergebnissen des Prüfberichts über die Rüstungsprojekte äußern. Nach monatelangen Spannungen haben sich erstmals wieder ranghohe Vertreter aus Nord- und Südkorea getroffen. Bei den Gesprächen am Rande der Asienspiele im südkoreanischen Incheon vereinbarten sie, wieder über eine Verbesserung ihrer Beziehungen zu verhandeln. In etwa einem Monat soll der Dialog fortgesetzt werden.
Offiziell befinden sich die beiden Länder noch immer im Kriegszustand. In Hongkong sind die Demonstranten weiter nicht bereit, ihre Blockaden aufzugeben, obwohl sie wieder von Gegnern der Demokratiebewegung attackiert wurden. Gestern hatte es deswegen mehrere Festnahmen gegeben. Hongkongs Regierungschef Leung setzte den Demonstranten inzwischen ein Ultimatum. Bis Montag müssten die Dinge zur Normalität zurückkehren. Seit gut einer Woche demonstrieren Studenten und Bürger für freie Wahlen in der chinesischen Sonderverwaltungszone. Der erste in Deutschland behandelte Ebola-Patient ist wieder gesund nach fünfwöchiger Therapie im Hamburger Universitätsklinikum. Er zeige schon seit Tagen keine Symptome mehr und sei bereits gestern entlassen worden, teilte die Klinik mit. Der Senegalese hatte sich laut Weltgesundheitsorganisation WHO beim Einsatz in einem Labor in Sierra Leone infiziert. In der Fußball-Bundesliga hat der Hamburger SV am 7. Spieltag seinen ersten Sieg in der laufenden Saison gefeiert. Das Team von Trainer Zinnbauer gewann bei Borussia Dortmund mit 1:0. Der Fehlstart für Jürgen Klopp und seine Dortmunder in der Bundesliga ist perfekt. Das 0:1 gegen den HSV in Rot entsprach dem Spielverlauf vor 80.600 Zuschauern, weil die Gäste von Beginn an schnell nach vorne spielten und Fehler des BVB zielstrebig ausnutzten. Das Siegtor von Pierre-Michel Lasogga bereits nach 35 Minuten, brillant vorbereitet von Nikolai Müller. Erstmals mit dem neuen Direktor Profifußball Peter Knäbel auf der Bank war der HSV auch in der zweiten Hälfte gleichwertig. Holpi mit dem Freistoß, Heiko Westermann, Roman Weidenfeller mit starker Parade kurz nach der Pause. Der BVB verstärkte die Offensivbemühungen in der zweiten Hälfte, Chancen blieben selten. Eine der besten vergab Aubameyang in der Schlussphase. Mit dem ersten Auswärtssieg des HSV seit fast einem Jahr steigen die Chancen für Joe Zinnbauer, auf Dauer Trainer der HSV-Profis zu bleiben. Champions League-Teilnehmer Bayer 04 Leverkusen in der roten Spielkleidung empfing den Bundesliga-Aufsteiger, den SC Paderborn, und der ging in Führung nach einem Fehler von Bernd Leno, Süleyman Kosch in der 20. Spielminute. Der Leverkusener Ausgleich, wieder ein Torwartfehler, diesmal war es Lukas Kruse. Lars Bender mit dem 1:1 kurz vor der Pause. Zeit für Leverkusens Coach Roger Schmidt, alte Bekannte zu begrüßen. Schmidt trainierte ja auch schon in Paderborn und die waren heute ein unangenehmer Gegner, auch wenn sie ab der 72. Spielminute in Unterzahl spielen mussten, nach dem Platzverweis für Marvin Bakkerlords. 87. Spielminute, Roberto Hilbert verliert den Zweikampf, Moritz Stoppelkamp erneute Gästeführung. Wenige Sekunden vor dem Ende noch einmal die Antwort der Gastgeber. Der Neuling im Kader der deutschen Nationalmannschaft, Karim Bellarabi, zum 2:2 Endstand. Und damit trotzdem ein weiteres überraschendes Erfolgserlebnis für den Bundesliga-Neuling aus Paderborn. Die weiteren Ergebnisse: München-Hannover 4:0, Hoffenheim-Schalke 2:1, Bremen-Freiburg 1:1. Im Spiel Frankfurt gegen Köln steht es kurz vor Schluss 3:2. Schon gestern gewann Hertha BSC mit 3:2 gegen Stuttgart. Morgen trifft dann noch Wolfsburg auf Augsburg und Mönchengladbach empfängt Mainz. Die Tabelle: München bleibt weiter an der Spitze, dahinter jetzt Hoffenheim und Mönchengladbach. Leverkusen ist Vierter. Die zweite Tabellenhälfte beginnt mit Wolfsburg, Dortmund auf Platz 13, Freiburg verlässt die Abstiegsränge. Dort jetzt Stuttgart, Hamburg und Bremen. Sebastian Vettel wird seinen Rennstall Red Bull Racing zum Saisonende verlassen. Das gab der viermalige Formel-1-Weltmeister heute in Suzuka bekannt. Spekuliert wird über einen Wechsel zu Ferrari. Diese Meldung hat den aktuellen Sport an den Rand gedrängt. Dort holt sich Nico Rosberg zum 8. Mal in dieser Saison die Pole Position. Beim Qualifying zum Großen Preis von Japan schlägt Rosberg seinen Teamkollegen Lewis Hamilton um knapp 2 Zehntelsekunden. Dritter wird Valtteri Bottas, Sebastian Vettel startet von Platz 9. Die Lottozahlen 4, 7, 24, 31, 33, 45, Superzahl 6. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Und nun die Wettervorhersage für morgen Sonntag, den 5. Oktober. In der Osthälfte Deutschlands sorgt hoher Luftdruck weiter für ruhiges Herbstwetter, während die übrigen Regionen unter den Einfluss eines Tiefausläufers geraten. Ihm folgt etwas kühlere Luft. Heute Nacht verdichten sich im Westen die Wolken und bringen im weiteren Verlauf hier und da Regen. Sonst ist es zunächst klar. Regional bilden sich wieder Nebel- und Hochnebelfelder. Morgen wird es in der Osthälfte, abseits von teilweise zähem Nebel, freundlich mit Sonnenschein und meist nur lockeren Wolken. Nach Westen und Südwesten hin ist es oft dicht bewölkt, gebietsweise fällt Regen, im Südwesten sind auch Gewitter möglich. Dazu weht ein schwacher, an der Ostsee mäßiger Wind.
In der Nacht Abkühlung auf 13 Grad im Westen und 4 im Bayerischen Wald. Morgen werden in der Eifel nur noch 13, in Alpennähe bis zu 20 Grad erreicht. Am Montag erst meist dicht bewölkt oder neblig, später freundlicher. Etwas Regen fällt am ersten im Westen und Nordwesten. Dienstag und Mittwoch gibt es viele Wolken und gebietsweise Regen. Nach Südosten hin öfter Sonne. Dabei wird es wieder wärmer. Um 23.10 Uhr hat Thomas Roth diese Tagesthemen für Sie. Zwischen Anspruch und Wirklichkeit überforderte Bundeswehr. Außerdem Präsidentschaftswahl in Brasilien. Zwei Frauen kämpfen um die Macht. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.